So, jetzt klappt auch wieder alles. Ach ja, das ist natürlich immer ein bisschen unschön, wenn das Spiel einfriert, aber das passiert wohl systemübergreifend. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber keine Ahnung. Habe ich jetzt auch schon des Öfteren gelesen. Yeah, you all right? Things are gonna be okay. There's gonna be work to do. A lot of work. Let's stay ready. I always am. Look, in the meantime, I'm getting swamped with the sweating crap. I'm gonna need your help on a couple of things. Yeah? Yeah. I tell you, it's easier to be a Red Pole than a Gru. I'll stop by the restaurant when you're done there, okay? Got it. Ach ja, der kommt unter die Haube, der Winston. Ui, verdammt. Bin ich ein Stück zu weit gefahren. Hey, Roland Ho? Who's asking? My name's Wei Shen. Ah, Wei. You got friends in high places, my boy. I hear you and Winston have been making trouble with Dog Eyes. Dog Eyes has been asking for trouble. I remember when I was like you, always looking for a fight, ready to kill anyone who so much as looked at me sideways. Here's a tip for you, kid. Don't take on a boss in your own triad unless you know for a fact someone else is gonna back you up. Hierarchy is the only thing anyone cares about. Always have, always will. Thanks for the advice, old timer. So, when can we get to work? Okay, big man. What Tyler Dingjo, Patsy Wing, bad luck at Mahjong. You'll need this. Collect what she owes. Ja, so eine Wumme, ja, die ist schon nett. Also, ich kann mich da nicht beschweren. Ah, so ein großes Teil, geile Sache. Aber das kann ich jetzt nicht wegstecken, okay? Das heißt also, ich kann... Kleine Knarren kann ich wegstecken, aber so große natürlich dann nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade. Macht aber auch so ein bisschen, wie das Spiel aufgebaut ist, Sinn. Hey, Jackie. Ah, just checking in, man. I heard things were kind of, intense. Wanted to make sure you're still with us, you know? Uncle Poe seems to have a handle on who's causing the trouble. That's a relief. Look, I gotta go, Jackie. Gotta see a lady about some money. Das macht nämlich echt Sinn, also... dass man halt nicht sich die dicken Wummen überall einstecken kann. Das ist zwar ein wenig schade, aber wie gesagt, macht halt Sinn. Ja, ja, fahr alles kaputt. Ihr seht schon, ich habe schon mehr Sachschaden verursacht. Ich bin nämlich, als ich nochmal spielen musste, hier durch gerast wie so ein Geistesgestörter. You're gonna pay up, you understand? Shit, that's a lot of muscle. That's a lot of muscle. Ey, das ist ja witzig. Jetzt steuert sich der Wagen auf einmal viel, viel indirekt. Das ist natürlich extrem witzig. Hä, wie soll das gehen? Drücken Sie während des Ziels RB. Boah, da muss ich ja meine ganze Hand hier verrenken. Aber der Wagen steuert sich auf einmal viel indirekter als vorhin. Das ist ja witzig. Also der steuert sich jetzt, vorhin hat er sich halt echt richtig geil gesteuert, so total leichtfüßig und extrem schnell, so arcade-lastig. Und jetzt steuert er sich echt extrem schwerfällig. Finde ich witzig. Aber ja, ich hätte es auch sehr gewundert, wenn die Funktion aus dem Autoschießen nicht, wenn es die nicht gegeben hätte. Das habe ich ja schon mal vor ein paar Folgen gesagt. Dass es mich wundert, dass es sie nicht gibt, aber die gibt es ja anscheinend doch. Nur ist die hier ein wenig unangenehmer gelöst, sagen wir es so. Vielleicht ist ja unser Reifen kaputt, das kann natürlich auch sein. Das würde natürlich auch Sinn machen. Und so irgendwie den Reifen oder so zerschossen hat und deswegen dieser Wagen sich so komisch steuert.
Hooray! Ui! Ui, ui, ui! Verdammt! Verdammt! Unsere Wagen geht es irgendwie nicht mehr so sonderlich gut. Also muss ich langsam echt aufpassen. Verdammt, ich sag noch, ich muss aufpassen. Ah. Halten, ach so, naja, das weiß ich ja noch, stimmt, ich erinnere mich. Komm, 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 komm. Baby, jetzt komm, jetzt los. Bitte nicht abbiegen, ich fahr weiter geradeaus. Ja, 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 ja. Verdammt. Shit. Schade, ich hätte die auch einfach an der Wand haben können. Who are you? What is this? I haven't done anything. That's the problem. You old guy like rolling home money, you gotta pay. I don't care if you're sorry. I care if you have the money. I don't. I'm sorry. Hey, stop saying that. Sorry. Look. The car. Wu has drugs in the back. That should cover my debt. Don't hurt me. I'm sorry. What the fuck? Damn. Wasn't gonna do anything that bad. Oh, da läuft sie. You got the money? No. Next best thing, though. Got a car loaded with dope. All right, it'll have to do. Bring it back here as soon as you can. Don't drive around in a stash car any longer than you have to. Fällt dir doch eh nicht auf. Ob jetzt hier eine geklaute Karre habe oder nicht. Ein bisschen schade, dass unser Sachschadenlevel schon mittlerweile so niedrig ist, aber gerade bei so einer Verfolgungsjagd ist es sehr, sehr schwierig, nicht irgendwie in Bedrängnis zu kommen und irgendwas anderes anzufahren. Das ist, muss man dann ganz einfach so sagen, wie es ist. Ja, gab jetzt leider nicht so viel. Boah, wie wenig Kopferfahrung es gab. Krass. Krass, 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 krass. Shen, wir müssen uns sofort treffen. Oh mein Gott, ein Notfall. So, jetzt würde ich mich ja gerne nochmal mit einer unserer Freundinnen treffen. Wir haben zwar nicht mehr viele, aber so ein paar, wir haben ja so ein bisschen haben wir ja noch. Raymond. Shen, finally. Where the hell have you been? Look, I... Do you have any idea what's going on? What happened at the warehouse? Raymond, do you ever actually read my reports? Your reports? All I have to do is read the goddamn newspapers. They're calling it a massacre. If it ever came out that the police were involved, we're dead. It won't. Well, you can't know that. You at least could have turned Siwa over to us. It would have helped our case. That would have put the entire operation at risk. What does Penju say? You know, he's not your handle, Wei. I am. Well, then fucking handle it, Raymond. Well, how'd you think this was gonna go down? Huh? Whatever it takes. You remember that? You wanted results. And you can't get them sitting behind a desk, nose in a rule book, with a stick up your ass. Look, Raymond. I am doing what needs to be done. No. No, you've crossed the line, Wei. I'm gonna terminate this operation. You can't do that. Pendru won't allow it. Pendru may like to take chances. I don't. And you are dangerous. Fine. But before you go back to your office to try and pull the plug, go ahead and tell Penju that I just met the chairman of the Sun On Yi. The chairman? Wait, you're just a foot soldier. Well, this foot soldier has just been marked for promotion because I made sure Suwa got out safely. It'll be in my report. And maybe this time you'll actually read it. Wir sind ja so unglaublich cool.
Yay, man sieht, dass wir befördert wurden. Wuhu, das heißt, wir haben eine neue Wohnung. Boah, das ist aber... Also, ganz ehrlich, also... Von der Bruchbude und sowas, so eine krasse Beförderung hätte ich auch mal gerne. Boah, ist das geil hier. Schick, schick, schick. Und wir laufen doch immer mit dieser schrottigen Kleidung rum. Gibt's... Ich würde gerne einen Anzug tragen eigentlich, aber... Gibt's glaube ich nicht. Wir haben auch nichts hier drin, also... Das bringt uns nichts. Das bringt uns gar nichts. Das heißt, wir müssten mal wieder einkaufen gehen. Ja, wir müssten eigentlich mal wieder einkaufen gehen. Das wäre eine gute Gelegenheit, mal wieder einkaufen zu gehen. Boah, boah, boah. Ey, wenn was für einem... Boah, krass. Was für einem Laden sind wir denn bitte untergekommen? Wo ist denn jetzt das Parkhaus? Ach, da rechts. So, jetzt sind wir wohl in einem scheinbar viel älteren Viertel. Hey, Reklame für die neuen Canon. Oder die Nikon. Wer weiß. Für irgendwas auch immer. So, dann fahren wir aber wieder mit dem 600er Coupé. Ich hätte jetzt gerne mal... Würde ich gerne mal einkaufen gehen. Was haben wir denn jetzt hier in der Nähe? Haben wir hier irgendeinen Klamotten... Ja, da vorne haben wir einen Klamottenladen. Ariel from Stateless, followed by two tracks from Brazilian beat adventurer Amon Tobin and Joe Double Click Chapman. So, ja, aber die sieht natürlich auch nicht so geil aus, die Boutique. Und ich fahre da erstmal fast mit dem Auto rein. Ja. Why not? Ja, das ist schön, dass du Klamotten hast. Deswegen bin ich ja auch da. Aber ich kann nur mit dir reden, wenn ich neben dir stehe. Komm, look, I fixed you up. Warum kann ich denn nicht mit dir reden? Ich kann nicht mit dir reden. Want some clothes? Okay, dann kann ich halt nicht mit dir reden. Dann gehen wir halt gleich gucken. Bei irgendeinem anderen Laden. Das ist auch zu blöd. Alter, was ist denn das für ein Auto? Das klauen wir uns einfach gleich. Nee, das klauen wir uns nicht, weil hier ist ein Polizist. What is it this time? Ah, let's go. Den kennen wir doch, oder? Ach ja, das ist wieder, das bin ja wieder ich. Alter! What the hell was that? Yeah, shoplifter, he was cheating at the cars last night. Thought I'd teach him a lesson. Some fucking lesson. Ey, was geht denn jetzt ab? Bet he doesn't cheat again. Ach, wer hätte das gedacht? Think you can lose him? You gonna pull this shit, you gotta learn to drive. Get behind us. Wer hätte das gedacht, der ballert einer Gegend rum und dann sind die Polizisten hinter uns. Wer hätte das gedacht? Nein! Wow, verdammt! Das war knapp. Verdammt! Ich bin echt zu langsam. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe keine Knarre. Nein! Ab ins Auto. Nein. Was zur Hölle war denn jetzt los? Scheiße. Nein! Nein, die haben mir bestimmt jetzt voll viel Geld weggenommen. Ach ne, die Mission startet. Lol. Die Mission startet einfach neu. Sehr gut. Alter, jetzt steig ins Auto ein. Willst du mich eigentlich ärgern? Ey, der will mich echt ärgern. Vor allem, ich habe keine Knarre. Surrender! Ja, was, der will mich total verarschen. Was ist denn das für ein Mist? Ja, Calvin, dann mach mal hier. What the hell was that? Yeah, shoplifter, he was cheating at the cars last night. Thought I'd teach him a lesson. Some fucking lesson.